Frau Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin, Missstände gibt es. Die redet hier im Parlament ja auch niemand weg. Selbstverständlich ist in einer Erstaufnahmeeinrichtung, wo Menschen gerade im letzten Jahr, haben wir es ja erlebt, sehr eng untergebracht sind. Das sind Menschen auf der Flucht, oftmals auch traumatisiert, unter großem Stress stehen. Natürlich gibt es, haben Sie auch aufgeführt, häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch. Und natürlich gibt es auch schwarze Schafe im Sicherheitsdienst. Das hat hier im Haus noch nie irgendjemand bestritten. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um und was wurde auch nach diesen schrecklichen Vorfällen in Burbach gemacht und wie wirkt das? Und in der Tat ist es so, dass ja, ein System aufgebaut wurde für mehr Kontrollen, für mehr Schutz. Das ignorieren Sie ja komplett in Ihrem Antrag. Was haben wir denn da auf der Habenseite? Wir haben Qualitätsstandards, die mit Kontrollen immer wieder überprüft werden vor Ort. Und sie sind festgelegt. Wir haben eine Überprüfung des Sicherheitspersonals. Alle Mitarbeiter bei den Sicherheitsdiensten bekommen eine Sicherheitsüberprüfung. Natürlich hat der Verfassungsschutz, aber das würden Sie ja jetzt hier auch nicht wohl wirklich fordern, hier von jedem Menschen in diesem Land ein umfassendes Profil aufgezeichnet, sondern auch der Verfassungsschutz kann ja da auch nur Treffer melden, wenn das tatsächliche auffällige Personen sind. Wir haben ein Beschwerdemanagement aufgebaut, ein dreistufiges Beschwerdemanagement. Jeder Flüchtling in einer Einrichtung hat eine Tür in einer Erstaufnahme, wo er sich beschweren kann, wo Missstände angezeigt werden können von einer unabhängigen Beratungsstelle, die wiederum in einer regionalen Beratungsstelle beim Flüchtlingsrat unabhängig zusammenlaufen und dort wiederum kanalisiert werden und ins Innenministerium transportiert werden. Also mehr Organisation von unten, wo was passiert, bis nach oben, wo man dann auch kontrollieren kann, gibt es nicht. Wir haben Gewaltschutzkonzept. Ich will jetzt erstmal zu Ende führen. Wir haben ein Gewaltschutzkonzept, das in Arbeit ist. Wird der Minister sicher was zu sagen, wo auch die NGOs mit einbezogen sind, wie man noch stärker in den Einrichtungen hier Schutz bieten kann. Wir haben bauliche Maßnahmen getroffen. Alle neuen Einrichtungen, alle Umbauten werden so mitgedacht, dass man für besonders schutzbedürftige Menschen auch besondere Schutzräume schafft. Also das lässt sich auch noch weiter fortsetzen. Also da ein Zerrbild aufzubauen, dass nichts getan wurde, ist schlicht absurd und Ihre Kritik ist maßlos, was nicht damit zu tun hat, dass wir hier Missstände irgendwie verharmlosen wollen. Und jetzt zu Ihren Tatsachenfeststellungen. Sie kommen auf die Einrichtung in Olpe mit einer Tatsachenfeststellung zu sprechen, die so nicht geht. Sie sagen hier im ersten Absatz, ich zitiere, später ergaben weitere Recherchen, dass es in der ehemaligen Notunterkunft und heutigen zentralen Unterbringungseinrichtung in Olpe zu Abrechnungsbetrug, Ausbeutung der Arbeitskraft von Bewohnerinnen und Bewohnern und zu Unterdrückung von Anzeigen und Beschwerden kam. Das ist eine Tatsachenfeststellung. Ich wäre da mal ganz vorsichtig, hier von Verdachtsmomenten, die bestehen und denen natürlich nachgegangen werden muss, zu Feststellungen zu kommen. Denn worum geht es hier? Der Blog, auf den Sie sich berufen, bei den Ruhrbaronen, berichtet über ein Arbeitsgerichtsverfahren. Also eine Mitarbeiterin hat sich gegen ihre Kündigung gewehrt. Das ist ihr gutes Recht. Und in der Beweisaufnahme, es ging um einen Arbeitsgerichtsprozess, sagt diese Mitarbeiterin aus gegen ihren Arbeitgeber, ja, dass es dort auch ganz schlimme Zustände gibt. Mehr nicht. Das ist keine festgestellte Schuld von dem Einrichtungsleiter, sondern das sind Aussagen einer Frau, die gegen ihre Kündigung klagt, gegen den Einrichtungsleiter. Sie können hier doch nicht hingehen und so vorgehen und sagen, da machen wir mal eben eine Tatsachenfeststellung drauf. Sind Sie das Gericht, die das hier einfach mal aburteilt? Also wenn ich derjenige wäre, der hier so angegriffen würde, würde ich gegen Sie eine Unterlassungsklage anstellen. Das sage ich Ihnen. Wir können doch so hier nicht damit umgehen, wenn wir hier Probleme haben, dass die nur damit genutzt werden, dass am Ende das Innenministerium irgendwie einen Punkt zu machen ist, Herr Cooper, den suchen Sie ja auch immer wieder. Wenn es Ihnen hier wirklich um die Sache geht, dann setzen Sie sich hier mit den realen Strukturen auseinander, die wir aufgebaut haben. Da kann man immer drauf gucken, man kann immer alles besser machen. Wenn Missstände sind, müssen denen nachgegangen werden. Das geht auch zur Staatsanwaltschaft und dann geht das seinen Gang. Aber richten über diese Vorwürfe tun nicht Sie, Frau Brandt, sondern das tun immer noch die Gerichte in diesem Land. Und das ärgert mich an diesem Antrag in der Tat. Vielen Dank.